Engelchen? Ja. Hast du mal nach draußen gesehen? Ja, es ist Winter, ne? Ich kann das Grau nicht mehr sehen. Ach Engelchen, das geht mir genauso. Ja, aber warum sitzen wir denn da nur hier? Ja, lass uns einfach in die Sonne fliegen. Das ist eine gute Idee. Komm, wir gehen Koffer packen. Jo, komm, lass uns losgehen. Herzlich willkommen beim Kanal Taubenblick und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tja, wir hatten gesagt, wir wollen nochmal ins Warme und nochmal die Sonne spüren. Wohin die Reise geht, erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Also bleibt dran. Nach einem kleinen Einspieler geht's direkt los. Also viel Spaß! Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. Down, singing louder than the crowd. Einen wunderschönen guten Morgen aus Gran Canaria. Guten Morgen. Ja, ihr habt ja gestern gesehen, dass wir mit dem Flieger einmal los sind und sind jetzt hier bei eher mäßigem Wetter in Las Palmas. Aber jetzt gehen wir einmal frühstücken. Also auf geht's. Bis gleich. Herzlich willkommen in Las Palmas! Ja, jetzt haben wir ausgiebig gefrühstückt und jetzt wollen wir uns ein wenig zu Fuß die Stadt ansehen. Heute ist es bedeckt, ist eh kein Strandwetter. Ich will euch noch mal ganz kurz was zu unserer Reise sagen. Endgeil! Absolut super! Abends nach einem Arbeitstag noch zu fliegen. Das macht richtig Spaß, weil man ist eh wach, man ist geschafft. Man steigt in den Flieger, das hat wunderbar geklappt. Wir sind um 20.30 Uhr losgeflogen ab Düsseldorf, waren mit der Zeitumstellung um 0.05 Uhr, kurz vor 1 im Hotel. Heute Morgen ausgeschlafen und nach dem Schlaf direkt im Urlaub. Also besser geht es doch nicht. So hätte man sich heute den ganzen Samstag noch kaputt gemacht mit der Anreise und. Wir sind jetzt schon hier, können den Tag genießen. Nehmt euch jetzt mit nach Las Palmas, also auf geht's!
hinter mir die Kathedrale St. Anna. Santa Anna? Santa Anna. Mit 400 Jahren, eine mit der ältesten Bauwerke hier auf der Insel. Ist gleichzeitig Bischofssitz der Diözese Kanaren. Was auch immer da oben ist. Fifi, was siehst du denn da? Nein, also Spaß beiseite. Ihr seht hier, die ganzen Hundestatuen, die hier diese wunderschöne Kathedrale bewachen. Wundervolle Tage, oder eigentlich nur anderthalb wundervolle Tage hier in Las Palmas auf Gran Canaria verleben durften, kommen wir nun zu dem eigentlichen Grund dieser Reise. Ja, da steht der Grund. Wir sind AIDA, oder auch wie meine Freunde sagen, ich gehe mal wieder nach Hause. Ja. Heute beginnt hier unsere einwöchige Kreuzfahrt mit der AIDA Stella. Wir werden heute Abend ablegen, morgen einen Seetag haben, dann geht's hoch nach Madeira mit Funchal, dann wieder über einen Seetag zurück nach Lanzarote, Teneriffa, La Palma, um dann wieder nächste Woche Sonntag hier in Gran Canaria anzulegen. Ich freue mich auf die Reise, freue mich auf viele tolle Eindrücke, will die natürlich alle für euch dokumentieren und freue mich drauf, wenn ihr mitkommt.
Das, was ich mit euch vorhabe, ist natürlich eine spezielle Tour über die AIDA gehen, euch einmal Fakten und Zahlen nennen, mal die Sachen vorstellen, die AIDA bietet. Viele meinen ja immer, wer so ein Remi-Demi-Schiff, ist es gar nicht. Da will ich euch mitnehmen und natürlich die angefahrenen Destinationen euch einmal näher bringen. Es sind wunderschöne Eindrücke, die man auf diesen Fahrten gewinnt. Ja, und man ist immer nett dabei. Also, viel Spaß. Achso, und immer dran denken. Andere sind gut, wir sind besser. Macht es gut, bis dahin. Ciao.